Kommen wir jetzt zum dritten, inshallah ta'ala. Und er sagte, Allahumma, inni sta'jartu ujara. Oh Allah, ich hatte einige Arbeiter angestellt. Fa'ataytuhum ajrahum. Und ich gab ihnen ihren Lohn. Ghayra rajulin wahidin. Außer einem Mann. Taraka alladhi lahu wa dhahab. Der ließ seinen Lohn und ist einfach gegangen, ohne dass er seinen Lohn mitnahm. فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالِ. Ich habe daraufhin seinen Lohn investiert. Investiert in Viehbestand, in unterschiedliche Dinge. Und subhanallah, sein Lohn hat sich vermehrt. فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينَ. Und nach einiger Zeit kam er zu mir. فَقَالَ. Und er sagte daraufhin zu mir, يَا عَبْدَ اللَّهِ. O Diener Allahs. أَدِّي إِلَيَّ أَجْرِي. Gib mir meinen Lohn. Woraufhin er dann sagte, كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ. Alles, was du hier siehst, ist dein Lohn. Dein Gehalt. مِنْ الْإِبِلْ. Von den Kamelen. وَالْبَقَرْ. Und den Kühen. وَالْغَنَمْ. Und den Schafen. وَالْرَقِيق. Und den Sklaven. Der Mann sagte dann daraufhin zu diesem Arbeitgeber, يَا عَبْدَ اللَّهِ. O Sohn Allahs, o Diener Allahs, la tastahzi bi, mach dich nicht lustig über mich. Und er sagte, inni la astahzi bi, ich mach mich nicht über dich lustig. Fa'akhadahu kullahu fastaq, und er nahm alles mit. Er ging zurück. Erstmal kam er richtig frech an, gib mir meinen Lohn, so nach dem Motto, so, du hast mir meinen Lohn nicht gegeben, obwohl er selbst gegangen ist. Und dann sagt er nicht mal Danke, sondern nimmt einfach alles mit. Falam yatruk minhu shay'a, hat nichts übrig gelassen. Nicht gesagt, so, komm, hier hast du mal noch einen Teil für deine Arbeit, du hast dich darum gekümmert, alles einfach mitgenommen, ganz frech. Ganz selbstverständlich. Und er sagt jetzt, Allahumma, fa'in kuntu fa'altu thalika batira'a wajhik, fafruj anna ma nahnu fi. Oh Allah, wenn du weißt, dass ich das für deinen Antlitz getan habe, so gib uns einen Ausweg. فَمْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. Woraufhin der Felsbrocken ganz zur Seite gerollt ist und sie konnten hinausgehen. Ja, Salam, was für eine Ehrlichkeit. Das ist das, was wir brauchen. Meine lieben Geschwister, wallahi, der Islam hat sich nur verbreitet durch solche Menschen. Solche Händler, die so ehrlich gewesen sind. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn er sich Geld geliehen hat, und er hat sich Geld geliehen, damit er ein Vorbild sein kann für uns. Er war nicht darauf angewiesen. Jeder hätte ihm Geld gegeben, aber er hat sich Geld geliehen. Er wollte von jemandem was haben. Wenn er das Geld zurückgezahlt hat, dann hat er es nicht einfach nur zurückgegeben, pünktlich, sondern er hat auch immer noch etwas darüber hinausgegeben, als Dankeschön dafür, dass derjenige ihm etwas geliehen hat. Was geschieht heutzutage? Heutzutage müssen die Menschen ihrem Geld hinterherrennen. Wie viele Leute arbeiten in Security-Firmen, kannst du mir bestätigen, und kriegen ihr Geld nicht, oder? Ich habe schon so viele Brüder gehört, die haben ein, zwei Monate hintereinander gearbeitet, haben kein Gehalt bekommen, keinen Lohn. Gar gar nichts. Und dann gehst du hin, ja, Pech gehabt, geht insolvent, vorbei, kannst nichts machen. Meinst du, das ist einfach so weg, vorbei? Nur weil du in der Dunya davon kommst, weißt du, du kommst bei Allah davon? Meinst du, Allah weiß nicht, dass du das ganze Geld in deine Tasche gesteckt hast und du ihm eigentlich seinen Lohn geben könntest, aber du es nicht machen möchtest? Und meinst du, du wirst das nicht irgendwie in irgendeiner Währung zurückzahlen? Du wirst es in der härtesten Währung, die es überhaupt gibt, zurückzahlen. Die einzige Währung, die es an jedem Tag gibt, die Hasanat. Wallahi, du wirst es zurückzahlen. Du willst oder nicht. Sie werden dir einfach entrissen. Bei diesem göttlichen Gericht gibt es niemanden, der sagen kann, ich bin insolvent. Wenn du nichts mehr hast, kein Problem. Die Sünden der anderen sind zahlreich. Sie geben einfach von ihren Sünden ab. Und du lädst sie auf dich. Und dann wirst du damit leben müssen. Und demnach, meine lieben Geschwister im Islam, lasst uns ehrlich sein. Lasst uns nicht nur ehrlich sein, lasst uns sogar Menschen sein, die mehr geben. Diese paar Euro, die du dann vielleicht nicht hast, die sind nicht wichtig. Ma indakum yanfad, was bei euch ist, wird vergehen. Wa ma indallahi baq, was aber bei Allah ist ewig. Versucht immer ein gutes Vorbild zu sein, wenn es um Handel geht, wenn es um Geschäfte geht,
weil es darum geht, dass ich von jemandem Geld leihe. Versuch immer die Besseren zu sein. Nimm dir Geld von den Leuten, aber immer mit der Absicht, es ihnen zurückzuzahlen. Und wenn du es nicht zurückzahlen kannst, dann sei du derjenige, der anruft und Bescheid gibt. Bruder, ich kann meine Schulden nicht pünktlich zurückzahlen. Bitte verzeih mir, kannst du mir ein wenig Aufschub gewähren? Und sei dir sicher, jemand, der dir einmal gegeben hat, der wird ein Auge zudrücken, der wird kein Problem damit haben. Und er wird sogar dankbar sein und sagen, Barakallahu fik, dass du mir Bescheid gegeben hast. Der wird nicht sauer sein. Er wird nur dann sauer sein, wenn du es ihm gar nicht gibst. Wenn du es immer wieder hinauszögerst, dich nicht meldest, nicht anrufst und so tust, als würde er dir einen Gefallen, als würdest du ihm einen Gefallen getan haben, obwohl er dir einen Gefallen getan hat. Lasst uns so ehrlich sein, meine lieben Geschwister im Islam, wie wir das hatten. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala unser Leben segnen und unser Vermögen segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in die Fußstapfen dieser drei Männer treten lassen. O Allah, nimm all unsere guten Taten an und vergib uns all unsere Sünden. O Allah, lass uns immer wahrhaftig und ehrlich handeln. O Allah, lass uns immer ehrlich in unseren Geschäften sein. O Allah, gib uns die Gottesfurcht, die uns vor großen Sünden schützt im Geheimen. O Allah, verzeih uns, wenn wir unsere Eltern schlecht behandelt haben und respektlos, und gib uns die Kraft, dass wir sie mit Respekt und mit Liebe behandeln und mit Güte. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.